Damit herzlich willkommen zurück. Ich bin der Mocha und wir spielen hier unsere Saisonkarriere mit Eintracht Braunschweig weiter. Wir sind kurz vor dem Spiel gegen Red Star beim, ich weiß nicht welchen Cup, European International Cup. Ja, und das werden wir spielen. Guck noch mal in die Transferzentrale wegen unserem Innenverteidiger. Das wird noch ein, zwei Minuten dauern. Wir haben Paul Dardai verpflichtet von Hertha BSC Berlin. Als Hintermann für Jansa. Der wird jetzt aber gegen Red Star das Spiel machen. Ich habe erst überlegt, ob ich es nicht simuliere. Oh, weiß als Trikotsponsor, alles klar. Aber dann dachte ich spiele das Spiel. Dann wollen wir mal. Was erwartest du vom Halbfinale im European International Turnier? Und ich glaube, das wird ein richtig gutes und vor allem spannendes Los Spiel. Geht's. Die Mannschaften sind bisher richtig gut drauf. Ich habe ehrlich gesagt keinerlei Ahnung, wo Red Star herkommt. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Schauen wir doch mal auf die Startformation. Auf der anderen Seite sehen wir heute die gleiche taktische Aufstellung. Das ist ebenfalls ein 4-5-1, auch sehr offensiv ausgerichtet. Das kann uns ja nur recht sein. Da hat der Platz, jetzt die Flanke. Ja, Flanke abgefangen, aber Nachschuss und Kruse hält. Da müssen wir auch noch gucken, dass wir nach Möglichkeit noch einen jungen Torwart bekommen. Ja, vielleicht ist er ja der Mann, der... Da kommt der Pass. Das war Abseits? Ja, keine war's. Es ist abgepfiffen. Da stand er im Abseits. Schade. Habe ich mir aber schon beim Abspiel leider gedacht. Chanton. Diakité. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. An den Namen vermute ich, dass Red Star aus irgendeinem französischsprachigen Land kommt. Mir fällt aber außer Frankreich keins ein und französisch ist es nicht. Also aus der französischen zweiten Liga gehe ich von aus. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Ich kann mich aber auch hören. Ein leichter überflüssiger Ballverlust. Marc Pfitzner am Ball. Auch Paul Dardai, der ist durch. Jetzt die Gelegenheit. Das oh, und fälscht er übers Tor. Das gibt's doch nicht. Viel zu überhastet. Nico Kiewski über links da kommt die Flanke. Oh, das mit der Flanke, aber die kam nicht an. Schönes, schöner Doppelpass von Red Star. Oh, und sehr gut. Dardai wieder über links. Es ist zwar nur ein Vorbereitungsturnier, dieses European International Turnier, aber die Teams hängen sich richtig rein. Gut für die Fans und natürlich auch für die Spieler. Waren schon einige gute Partien dabei. So darf es gerne weitergehen. Das war ein Torschuss, das wundert mich, aber gut. Real Madrid hat den Zuschlag erhalten. Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität.
Einwurf. Robin Tim Becker. Jetzt ist die Kugel weg. Toller Pass. Ne, die Flanke war zu unpräzise. Da muss er flanken. Der Reingabe kommt lang. Da hat Kiewski den flankenden Spieler stark abgeräumt. Kriegt dafür auch berechtigt die gelbe Karte. Es gibt auch noch Freistoß. Ja, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Schlägt den Ball rein. Da können sie erstmal klären. Super dazwischen gegangen. Pilsner, und jetzt muss es schnell gehen. Dardai wird abgegrätscht von Tomasz. Red Star könnte auch tschechisch sein. Das könnte sein. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Und er hat den Ball. Bugard. Den Gage gut abgefallen. Da ist Platz. Da ist die Flanke. Die Flanke bleibt hängen. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Ja, warum denn nicht? Ah, und knapp vorbei von Fashion Saloon. Dardai verliert den Ball. Da kommt der Pass. Kiewski muss aufpassen im Zweikampf. Flanke jetzt. Schade. Da, er kommt hier geklärt von, ich glaube, Robin Tim Becker. Von Robin Becker. Der Ball vielleicht einen Tick zu hoch, dadurch konnte er ihn nicht wirklich kontrollieren. Schlampig gemacht von Tingaga. Nicht gut gemacht von Fürstner. Einwurf. Ball kommt rein. Er passt auf und er schießt. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich. Das hoch. Ist nicht gut. Riesenjubel. Nicht gut verteidigt. Es war zwar dummer Zufall. Schade, aber das darf so nicht passieren. Das Tor nicht verhindern. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel da müssen wir jetzt die Fahrt aufnehmen. Einen Rückstand aufholen. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Da ist jetzt Platz. Da ist die Hereingabe. Und wieder Fesche Salou. Aber wieder nichts. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Auf außen ist jetzt Platz. Eckball. Mit der Ecke könnten Sie den Ausgleich schaffen. Hier nochmal eine kurze Wiederholung des Führungstores. Jetzt die Ecke. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Schwacher Abschluss. Überhaupt nicht gefährlich. Jetzt müssen Sie aufpassen. Auf außen. Erobert den Ball vorne. Und Paul Dardai köpft daneben. Nicht gut. Sie gehen mit dem Rückstand in die Kabine. Nicht gut. Da müsste eigentlich mehr kommen von mir. Kam aber leider nicht. So bleibt es jetzt erstmal beim 1-0 für den FC Red Star.
Ich gucke noch, was ich mal in der Halbzeit auswechseln kann. Ich werde Kiewski rausnehmen für Admundsen. Ansonsten bleibt die Aufstellung erstmal so. Kann weitergehen. Zweite Hälfte läuft. In Kürze wissen wir also, wer sich hier durchsetzen und ins Finale einziehen kann. Marc Pfitzner. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sie sind geduldig und warten auf die. Geht er rein? Der Ball war. Und Nyman vom 16 aus 16 Metern. Aber nicht gefährlich. Sie haben Platz. Zu wenig Druck. Kommt jetzt die Flanke. Tingaga klärt zur Ecke. Halbzeit und damit hat der neue Mann jetzt die ersten 40 Minuten beim neuen Entschuldigung. Kaum in Erscheinung getreten im ersten Durchgang und Fitzner geht für Burmeister. Jetzt kommt die Ecke. Oh, das sah also gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Und da gibt es einen Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Jetzt gibt es Einwurf. Klare gelbe Karte für Burmeister. Und jetzt gibt's hier noch Gelb. Da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht. Richtig, das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. Da zieht er ab. Ganz stark abgeblockt. Gefährliche Situation. Jetzt schießt er. So darf ich die da vorne nicht kombinieren lassen. Da hat auch die Technik nicht gepasst. Ungefährlich. Fürstner. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ach Mensch, nicht gut gespielt von der Dardai. Klasse aufgepasst. Die Idee war schön, aber die Umsetzung, das war nichts. Gute Möglichkeit. Jetzt kommt der Schuss. Bei dem Schuss hat noch einiges gefehlt. Er bringt drei frische Spieler. Das ist ein klares Zeichen an die Mannschaft. Onur Bulut. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Das war ein Foul. Wird aber nicht gepfiffen. Aber nachträglich die gelbe Karte. Erster Vorteil, jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Da haben sie jetzt Platz. Jetzt eine gute Flanke. Und Burmeister knapp daneben. Stelle ich mal um. Was ich ja vergessen habe einzustellen, sind die Taktiken jeweils. Da ich jetzt auf Offensiv gestellt habe, habe ich natürlich dann auch umgestellt. Das hat mich gerade stark verwundert, warum Dada jetzt plötzlich auf rechts spielt und alles, ja. Oh, jetzt habe ich es ja wieder eingestellt. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Das frühe Stören jetzt. Fürstner. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Ach, Mensch. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen Sie gegen die Abwehr nicht durch. Onur Bulut.
Christopher Niemann. Da kommt der Pass. Und Bulut läuft sich fest. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Da ist Platz. Jetzt vielleicht. Das Tor wird hier 2-0. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie das Spiel aufziehen. Ein tolles Tor, den hat er super erwischt und das Ding schlägt im Winkel. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielen Sie hier ohne große Probleme. Ja, schade, da hätten Sie mehr draus machen können. Der Pass in den freien Raum. Gut, das war Abseits. Er gibt Abseits. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Ja, da müssen Sie aufpassen. Das kann nicht sein, dass sich der Spieler da gegen zwei meiner Männer durchsetzt. Walzweg mit dem Foul. Haben wir noch einen Wechsel? Ja, ein Kascha kommt noch. Für Walzweg. Es gibt Freistoß, aber zeigt er auch eine Karte? Dafür gibt's Gelb. Nicht durchgehen. Es gibt Gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Das muss der unparteiische pfeifen. Ein klares Foul, das können wir hier nochmal sehr schön sehen. Da lässt er den Schiedsrichter wirken. Schöner Pass. Jetzt geht's, muss es schnell gehen, jetzt muss es schnell gehen. Sie haben Platz. Und Mandy kann aber den Ball zurückerobern von Bulut. Warum spielst du nicht kurz auf Hörstner? Und Hoffmann mit dem Verzweiflungsschuss. Aus 14 Metern. Aber ist klar, dass sie nicht mehr rankommen. Ich befürchte es leider auch, dass ich nicht mehr rankomme. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Klasse Technik. Ono Bulut. Einwurf jetzt. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Ball kommt rein. Schade, da war sicher mehr drin. Fürstner. Fast noch der Anschluss, aber nein, es war nichts. Fürstner. Ono Bulut. Klasse Zuspiel. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Niemand kann sich genauso wenig durchsetzen. Guter Pass. Ganz souverän hier vom Torhüter. 2-0 für den Red Star FC. Damit sind wir ausgeschieden aus dem Turnier. Verdientermaßen nach dieser Leistung, muss ich ganz klar sagen. Das war nichts. Die Lichter von unseren Aquarien gehen gerade an. Wir haben einen Spieler verkauft. Engelhardt ist verkauft für 280. Transferangebot für Niemann wird ohne zu gucken abgelehnt.
Für Walswick haben wir ja schon ein Angebot angenommen. Aber hier verhandle ich halt nochmal. Ich bin mir halt sicher, dass ich meine 600 bekomme. Deswegen kann ich hier locker flockig auf 850 gehen. 550. Gib mir 200.000 mehr. 750. Er geht runter? Was ist denn das für eine Logik von euch Chinesen? 650, perfectly. Wäre mir natürlich dann noch lieber, aber. Chambers habe ich auch angenommen. Turnierpreisgeld von 600, bla bla bla. Dann können wir jetzt nochmal schön Training machen. Ich würde schon gerne Bürger noch ein bisschen trainieren. Ich halte von dem recht viel. Wen ich jetzt rausnehme, ist ihn hier. Nee, Sauerland nehmen wir raus. Weil er hat ja noch Potenzial, sich zu entwickeln. Abifande. Dafür wird Pal Dardai noch trainiert. Da kriegt Pal Dardai gleich einen Punkt mehr. Das ist gut. Wie gesagt, jetzt gehen wir ein paar Tage weiter. Das Ziel ist der direkte Aufstieg. Chambers ist auch verkauft. Weißweg ist verkauft. Niemand wird nicht verkauft, vor allem nicht an Hamburg. Ablehnen. Das könnte sein, dass du in naher Zukunft der Mann bist, der die erst einmal übernimmt. Kommt drauf an, wen wir so bekommen. Darum muss ich ehrlich mit dir sein. Nein, 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 nein. Jetzt ist das zweite Aquarium angesprungen. Okay, der geht schon mal nicht fit. Ist auch zu viel. Der ist zu wenig. Der ist mir eigentlich. Der würde genau passen. Vielleicht etwas zu viel. Wir gucken noch, bis die fertig verhandelt sind. Scouting-Berichte sind da. 75 ist zu viel, 62 ist mir eigentlich zu wenig. 74 ist zu viel. Ich würde wahrscheinlich auf den Lars Lukas Mai gehen. Junger deutscher Spieler. Des Weiteren. Junger deutscher Spieler, wahrscheinlich mit schönem Potenzial. Ja. Das ist scheiße. Ja, 74 kann ich von der Liste nehmen.
75, den kann ich von der Liste. Ihn lasse ich auf jeden Fall drauf. Dann möchte ich gerne ihn verpflichten. Der ist 2,4 wert. Ich biete Ihnen 2,4. Zwei, vier, 50 plus 4%. 5%, das können wir akzeptieren. Das ist dann doch perfekt. Dann wird es halt doch Kevin Danso, der Österreicher. Den Lukas May werde ich trotzdem auf der Beobachtenliste behalten. Das ist klar, dass du bei mir dann ein Schlüsselspieler sein wirst. Am liebsten für 5 Jahre. Dann halt für 2. Das ist so zu akzeptieren. Sechstausend plus 60.000 Einstieg und ein Bonus nach 10 Toren von 100.000. Was halten Sie davon? Das ist sehr schön. Das mit den Toren mache ich bei Abwehrspielern ganz gerne mal, weil die schießen keine 10 Tore. Natürlich ist das Geld trotzdem verplant. Das ist mir durchaus bewusst. Den Lukas mal lasse ich mal. Ich kann ja trotzdem fragen, ob sie ihn verleihen möchten, weil das wäre dann definitiv einer, der... Manchmal bin ich echt dumm. Das weiß ich. Dann so, du spielst natürlich sofort. Franjic, du kommst auf Ersatzbank nochmal. Ja. Ein Mittelfeldspieler wäre, glaube ich, noch ganz angebracht. Jansa ist der Geliehene. Den möchte ich dann natürlich nicht. Ich muss noch mal gucken. Ich weiß immer nicht, ob Jansa oder Putaro der Geliehene ist. Zu 90% Jansa. Aber 100 Pro weiß ich es nicht. Putaro ist der Geliehene. Alles klar. Dann habe ich mich ernsthaft getäuscht. Jenser gehört uns, alles klar. Dann wird Jenser jetzt auf die... Du kannst links alles und zentral. Du kannst ja defensiv und... Du kannst Rechtsverteidiger und das ist sehr schön. Du kannst rechts... Jetzt auch Stürmer. Perfekt. Dann gucken wir jetzt noch mal kurz in der zweiten, in der dritten Liga. Vielleicht auch in der zweiten. Nach einem Mittelfeldmann, nach einem Jungen. Ich gucke erstmal in der zweiten.
ob mir da irgendjemand Justin Löwe sagt mir was. Nati. Den möchte ich gerne haben. Den verhandeln wir jetzt noch. Den Nati. Oder versuchen zu verpflichten, sagen wir es so. Und dann beende ich den Part. Ich möchte keinen Spielertausch. $750 biete ich euch. Sie haben ihn akzeptiert, dann verhandeln wir nochmal jetzt. Welche Rolle hat Nati im Verein? Ich würde sagen, Rotation. Ihr sagt mir doch, was er mich. Wichtig. Naja, akzeptieren wir mal. 3 Jahren, ich sag 4, aber das ist gut. Keine Freigabesumme, das ist perfekt. Und ihr macht mir sogar einen Gehaltsvorschlag, das ist doch auch sehr schön. Pass auf, dann nehmen wir beides mal die 1 weg. Er nimmt's an. Dann haben wir noch Nati verpflichtet. Es läuft. Auch wenn es beim Turnier nicht gelaufen ist. In 63. Er kann zentrales Mittelfeld. Da wollte ich jetzt wahrscheinlich sogar vor ihm sehen. Dann machen wir es einmal so. Fitzer mit seinen 33 Jahren, Förster mit seinen 30. Das ist so. Das sind die Alten aus der Truppe, die ich habe. Alles klar. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es. Gebt mir gerne einen Kommentar, wenn es euch nicht gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich verbessern kann. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Mucker. Ciao, ciao.